Herzlich willkommen auf der Control 2022. Ich stehe hier zusammen mit Robert Zanetta. Er verantwortet die industrielle Mikroskopie bei Zeiss. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Welche Innovationen haben Sie denn mitgebracht auf die Control? Bei uns dreht sich dieses Jahr alles um das Thema Software und vor allem auch um die vernetzte Mikroskopie. Im Bereich der Mikroskopie sind wir der einzige Anbieter von Licht-, Elektronen- und Röntgenmikroskopie. Und was bedeutet der Mehrwert für unsere Kunden, indem wir diese Technologien miteinander verbinden können? Also das Thema korrelative Mikroskopie ist jetzt nicht ganz neu, aber wir haben große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren und freuen uns vor allem jetzt, den Kunden das auch live zeigen zu können. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Welche Kunden sprechen Sie denn explizit damit an? Also wir haben einen großen Schwerpunkt natürlich in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei unseren Kunden, wo es um das Thema Schadensanalyse geht, weil da ist der Workflow der Kunden halt wirklich mit einem Lichtmikroskop erstmal drauf zu schauen, wo befindet sich der Defekt und dann auch weiter in die Analyse zu gehen, und dafür nutze ich die Elektronenmikroskopie. Oder wenn ich sogar zerstörungsfrei anfange, dann halt vom CT oder von der Röntgenmikroskopie kommt. Also die R&D ist ein wichtiger Punkt, aber natürlich heute auch die Qualitätssicherung bis hin in die Produktion. Und dafür ist das Thema Softwareautomatisierung wichtig. Nicht nur den Workflow anbieten für den Anwender, sondern auch das Ganze anwenderunabhängig zu realisieren, weil der Durchsatz steigt, aber auch, weil man den Fehler Mensch ausschließen möchte. Und das ermöglichen wir heute auch. Also bis hin zur Qualitätskontrolle und Inline-Inspektion mit unseren Mikroskoplösungen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie entwickelt sich denn der Markt generell? Der Markt, es gibt natürlich klare Wachstumstreiber. Ja, also die traditionellen Automobilanwendungen kommen jetzt weniger häufiger vor. Dafür große Investitionen im Bereich Batterie, Medizintechnik sehr stark, auch getrieben durch die Pandemie natürlich. Und ich glaube, das wird auch alles nicht abflachen. Und da investieren wir halt massiv in diese neuen Märkte. Drittes Wachstumsfeld, wo wir als Zeiss mit der Halbleitersparte sehr gut drin sind und guten Kontakt zu den Kunden haben, das ganze Thema Electronics. Ob jetzt Consumer Electronics, Halbleiterei, das sind für uns klare Wachstumsfelder. Auch global, weil sich der Schwerpunkt natürlich von Asien auch in die anderen Weltregionen verschiebt. Und da investieren wir in Geräte, aber auch in Vertrieb und Service, um da unseren Kunden gerecht zu werden. Wie entwickelt sich Ihr Geschäft 2022? Viele haben von der V-Kurve gesprochen und die hatten wir zum Glück auch durchmachen können. Es gab natürlich einen klaren Einbruch im letzten Geschäftsjahr und dieses Jahr kommen wir umso stärker zurück. Wir haben zum Glück auch nicht den Fuß vom Gas genommen, sondern konnten durchbeschleunigen, und es hilft uns. Lieferkettenprobleme, davon sind mittlerweile, glaube ich, alle betroffen, aber da hilft uns natürlich, dass wir ein globales Unternehmen sind und auch an verschiedenen Standorten produzieren mit verschiedenen Lieferketten, sodass wir das balancieren können. Und das heißt, unsere Kunden können nicht immer sicher sein, ob die Geräte für Europa jetzt aus Europa kommen. Aber ich glaube, es ist einfach nur gut, dass wir Geräte liefern können und den Kunden halt ein verlässlicher Partner sind, auch in diesen turbulenten Zeiten. Das kann ich absolut nachvollziehen. Sehr vielen Dank für das informative Gespräch. Danke. Und eine erfolgreiche Messe noch. Danke.